ist jetzt morgens um 5:30 hier im Regenwald in Costa Rica und ich nehme dich jetzt mal mit in unsere kleine Küche und möchte mal zeigen, wie man das traditionelle Gallo Pinto vorbereitet. Beste Frühstück überhaupt, finde ich, und du lernst jetzt hier, wie man das macht. So, das Herz von Gallo Pinto ist natürlich Reis und das sind die Bohnen. Und wie du sehen kannst, es gibt sehr viel Reis und da ist natürlich schon wichtig, dass man einen richtigen Reis nimmt. Wir gucken uns das mal an. Hier Reis, der relativ klein ist, sehr hart ist, der ist hier ideal. Und zum anderen haben wir hier Bohnen und hier ist ja auch die Auswahl gar nicht so einfach. In Deutschland findest du sowas unter Umständen nur in speziellen Läden. Also das sind jetzt keine Kidneybohnen, sondern kleinere. Und auch da gibt es verschiedene Formen. Wir haben auch hier welche, die sind zum Beispiel schwarz und andere, die sind rötlich. Und das ist quasi die Hauptzutat für dieses wunderbare Meisterwerk, das wir gleich sehen werden. Der Reis, der ist schon mal vorgekocht worden, gestern Abend hier mit diesem Reiskocher. Eigentlich nicht viel, was man erklären muss. Warum gestern Abend? Man kann es natürlich auch morgens machen, eine halbe Stunde früher aufstehen. Ist kein Hexenwerk, aber fast alle, inklusive mir, sind der Meinung, es schmeckt einfach besser, wenn der Reis am Abend vorher zubereitet worden ist. Ähnliches gilt übrigens auch für, hier mal erst abdecken, Kakerlakenschutz. Ähnliches ist eben auch mit hier den Bohnen. Die sind hier eben drin, ein bisschen Wasser, aufgekocht werden die. Und dann eben, um sie einweichen zu lassen, lässt man sie dann über Nacht hier drin. Ja, und den Rest bereiten wir uns jetzt zu. Ich finde, es geht nichts über einen Kaffee mit frischem Wasser, das direkt draußen vom Bach kommt. Guten Morgen, mein Freund. Good morning. Good morning. Buenos dias, amigo. Buenos dias. Eso es Don Leo, mi compañero. Bueno. Hier gibt es jetzt noch eine kleine Zutat. Jetzt haben wir hier noch Knoblauch, Zwiebel und nach Belieben auch Paprika. Das ist kein Chili, das ist Paprika, also süße Paprika. Und das schneiden wir jetzt zu und das ist unsere erste Zutat. Das wird nämlich dann im Öl angebrutzelt. Ein kleiner Trick, um Knoblauch zu öffnen. Und dann muss man nicht viel schneiden und hat es direkt schon hier quasi geschält. Jetzt bereiten wir den Gallo Pinto mal vor. Wir haben jetzt hier ein bisschen Öl, was wir in die Pfanne geben. Bei kleiner Stufe, wenn man das so sagen kann. Oh, disculpa. Und hier haben wir... Quality with the aceite is? Aceite en su punto. Sí, pero es de palmera. De palma. Palma. De palma. Africana. Quasi der nächste Schritt ist jetzt hier die Paprika, der Knoblauch und die Zwiebel kommen quasi in die Pfanne. Alles zusammen. Das brutzeln wir jetzt ein bisschen an. Das Öl nimmt dann schön den Geschmack auf. Aber nicht anbrennen lassen, einfach nur ein bisschen. Wir machen jetzt auch die Flamme ein bisschen runter. Vielleicht ein bisschen weniger. Perfekt. Und lassen wir das jetzt gerade ein bisschen ziehen. So, jetzt kommt der wichtige Teil. Jetzt kommen die sogenannten Frijoles, das sind die Bohnen. Und die sind dann quasi, wenn man mal hier guckt, im Wasser drin
Und die werden wir jetzt hier schön reingeben in die Pfanne. Aha. Krasses. Und dann können wir jetzt mal hier gucken. Und die Idee, die da jetzt da zugrunde liegt, ist letztendlich, dass wir das Öl jetzt schon als Geschmackträger vollen Geschmack haben, mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch, wenn man mag. Du bist hinter? Ultima Red. Und die kommen wir jetzt quasi, der Geschmack überträgt sich jetzt quasi auf die Bohnen, verfeinert auch mit dem Paprika. Das lassen wir jetzt ziehen, dafür können wir noch ein bisschen hier das Feuer aufdrehen. Das lassen wir jetzt so 2-3 Minuten ziehen. Riecht jetzt schon wunderbar. Und dann kommt der Reis. Und der Geschmack, der jetzt dann in den Bohnen ist und im Öl ist, wird dann auch auf den Reis übertragen. Und das ist einfach nur ein Gaumenschmaus. Ein Festtag für die Geschmacksknospen. So, jetzt können wir sehen quasi, dass die Bohnen schon schön am Köcheln sind. Dazu nehmen wir jetzt hier den Reis, den vorgekochten, hier mit dem Reiskocher und können jetzt einfach ein paar Löffel dazugeben. Im Endeffekt, hier machen sie so ein Löffel mehr als die Bohnen ungefähr, aber das macht jeder nach Belieben. Also im Endeffekt gibt es hier keine festgeschriebene Regel. ¿Cuántos queremos? ¿Cinco, seis? ¿Está bien así? Im Endeffekt wird es hier rumgerührt und hier so lang eben, bis der Reis dann komplett mit den Bohnen vermischt ist. Und das Essen, das nennt sich Gallo Pinto, während der Gallo, der Hahn ist, heißt Pinto so viel wie gefleckt, also gefleckter Hahn. Und wenn wir jetzt gleich mal das alles hier rumgerührt haben, können wir uns auch erahnen, dass der Name jetzt nicht aus den Fingern gesogen wurde, sondern dass der schon auch irgendwo eine Bedeutung hat. Denn wenn man schon mal so einen weißen Hahn gesehen hat, der so Flecken hat, dann kann man sich erahnen, dass es schon so ein bisschen daran erinnert. Und wenn man überlegt, dass früher die Leute, also früher zu der Zeit, wo das Essen erfunden wurde, fast alle Leute Kühe, Schweine und auch eben Hühner und Hähne hatten, ist es nicht verwunderlich, dass man hier auf so einen Namen kommt. Jetzt wird gefrühstückt. Hier gibt es jetzt den Gallo Pinto, dazu hier ein Würstchen. In der Regel isst man hier in Costa Rica was dazu, zum Beispiel hier ein bisschen Sahne, nach Belieben entweder ein Würstchen oder Fleisch, Hühnchen oder Eier. Und buen provecho, amigo. Dazu gibt es, ich trinke gerne Kaffee und hier gibt es Kokoswasser, also richtig, richtig lecker. Von den grünen Kokosnüsse und so kann der Start in den Tag beginnen. Hier jetzt nochmal der Hinweis, also wir haben jetzt hier zwei Arten von den Bohnen und insgesamt gesehen wird hier schon bevorzugt die schwarze Bohne genommen, hier zum Vergleich die rote. Denn wenn wir die schwarze nehmen und die schwarze Bohne dann im Wasser ziehen lässt, dann ist das Wasser auch viel dunkler und später wird der Gallo Pinto auch, beziehungsweise der Reis dann auch viel dunkler. Und manche nehmen aber auch die roten, also insgesamt gibt es hier eigentlich kein richtig und kein falsch. Wobei, wie gesagt, schwarz bevorzugt wird. Und ich persönlich kann aber nur sagen, gerade bei uns in Deutschland ist diese Art von Bohnen gar nicht so leicht zu bekommen, wie ich finde. Vielleicht in irgendwelchen asiatischen Supermärkten oder eben in Latino-Läden. Aber ansonsten weiß ich jetzt persönlich gar nicht, wo es das gibt. Vielleicht kann man das auch bestellen. Und auf jeden Fall keine Kidney-Bohnen nehmen, weil das wird dann eben zu weich und das wird eben gar nichts.
Ich kann wirklich nur sagen, für mich ist es einer der schönsten Orte, wo ich je war. Und das ist auch der Grund, warum ich nach 9 Jahren wieder hier bin. Und es hat sich gar nicht so viel verändert. Und einfach traumhaft, wenn man am Morgen dann, na ja gut, den Sonnenaufgang sieht man nicht richtig, aber man kriegt so ein bisschen mit, wie die Tierwelt erwacht. Und herrlich, wirklich. Oh, hier ist auch der kleine Papagei. Lolita! Es gab hier in der Nähe ein Auswilderungsprogramm und da wurden eben die Tiere, wie zum Beispiel hier Papageien, die von Leuten befreit wurden in Gefangenschaft, eben wieder an den Menschen abgewöhnt, um in der Freiheit zu entlassen. Und hier ist eben der Papagei. Der hat dann nach seiner Freilassung wieder bewusst die Menschen aufgesucht. Und wir füttern ihn hier nicht, machen hier auch gar nichts. Wir akzeptieren ihn, weil er einfach alleine nicht mehr richtig in der Lage ist zu überleben. Er hat wohl so ein bisschen Anschluss zu anderen Papageien, die hier vorbeifliegen, aber so richtig eben nicht. Und deswegen ist er wahrscheinlich besser aufgehoben, wenn er hier quasi geduldet und respektiert wird. Aber gefüttert oder gestreichelt wird er hier nicht.